Dann 1939 ist das dunkle Kapitel der Eruption eingetreten. Und der Vater hat am 14. November für Deutschland optiert. Er hat mich vorhin gefragt, weil ich damals noch nicht volljährig geworden, was ich mir denke. Und ich habe dann gesagt, natürlich, wenn es zur allgemeinen Abwanderung kommen sollte, dann möchte ich schon mit dem Volk auch, ne, gehen. Und der Abt Ulrich Patscheider hat mich dann natürlich gefragt und ich habe dann natürlich dasselbe gesagt, wie ich dem Vater mitgeteilt habe, ne? Und dann ist es so weit gekommen, dass sie haben noch zugewartet, ob ich eventuell umsattle, ne? Aber das habe ich nicht getan. Und dann hat mich vorgeladen und gesagt, wie die Sache liegt und steht. Und ich habe gesagt, ich bleibe bei meinem Standpunkt. Und dann hat zu mir gesagt, Leute, die so denken, können wir nicht brauchen. Das war die traurige Antwort. Ne? Und ich musste dann am nächsten Tag um 5 Uhr früh das Kloster verlassen. Ich bin dann heimgekommen und natürlich war das für mich ein kann ich sich vorstellen, weil ich mir gedacht habe, sie könnten mich ja weiter, wenn alles seinen Weg geht, dann wäre ich natürlich auch oben geblieben. Aber so natürlich hat die Sache ganz eine andere Wende. Kriegt, ne?